Hallo und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal Brevels Pudelrudel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lange habt ihr von uns nichts mehr gesehen und gehört, jetzt geht's weiter. Wir waren im Urlaub. Wir waren wieder einmal auf Texel, aber diesmal nur mit der kleinen Philly. Hier sind wir in Den Helder am Fähranleger und schon sind wir in der Fähre. Ihr seht, es hat geregnet, das Wetter ist nicht schön, es ist kalt, es ist windig, aber morgen soll es besser werden. Da ist die kleine Philly hinten im Auto, hat schon eine lange Fahrt hinter sich. Jetzt geht's gleich erstmal nach draußen, beziehungsweise aus dem Auto raus. So, ganz langsam startet die Überfahrt. Das ist noch der Fähranleger in Den Helder auf dem Festland. Von hier aus geht es Richtung Texel. Auf geht's. Die Überfahrt dauert gut 20 Minuten und da könnt ihr im Dunst schon die Insel Texel erkennen. Gleich sind wir da. Und da sind wir auch schon in De Kok gelandet, bei De Leuwerik, unserem Feriendomizil. Frisch renoviert von innen, richtig, richtig schick. Wer dort mal ein bisschen Urlaub machen möchte, wir sind schon das zweite Mal da, dem schicke ich gerne einen Link. Von außen der Charme der etwas älteren Gesellschaft, aber von innen tipptopp, super modern und ganz frisch renoviert. So, der Tag war lang. Philly ruht sich ein wenig auf dem ganz neuen Sofa aus. Wir sind die Ersten, die darauf sitzen dürfen. Und dann machen wir für heute Feierabend. Gut auf Texel angekommen. Am nächsten Morgen geht es frisch ausgeruht nach Den Horn. Den Horn ist der südlichste Ort von Texel. Ein kleiner Ort, aber wir wollen gar nicht in den Ort, wir wollen eigentlich an den Strand. Wir wollen zum Pal Nummer 9. Mit Philly das erste Mal ans Wasser. Wir haben Flut und das wollen wir natürlich ausnutzen. Dafür müssen wir durch die berühmte Dünenlandschaft von Texel fahren. Und dort hinten seht ihr schon die Deiche. Da befindet sich Pal 9. Da sind wir angekommen. Noch schnell einen Parkplatz gesucht. Und los geht's. Mit Philly das erste Mal an den Strand. Auf geht's, rechts gehen wir am Pal 9 vorbei und da unten, da seht ihr schon die Nordsee. Philly ist ganz aufgeregt. Das kennt die gar nicht. Und es ist immer windig. Fast nur. Aber hier sind wir an einem ganz typischen Strand von Texel. Findet sich auf der Westseite, auf der Ostseite der Insel haben wir Watt und Schlick. Und ihr seht, kilometerweise weißer Sandstrand. Und die Philly weiß gar nicht, wo sie zuerst hinlaufen soll. So aufregend ist das. Da wird getobt, da wird gepiest. Einfach nur gut. Die Philly fängt Meeresschaum. Schaut mal. Diese kleinen weißen Flocken von den Wellen sind auch sehr salzig. Das kennt Philly gar nicht. Und auch andere Hunde. Die hat es da in Mengen. Aber alle sind ganz freundlich. Man kann seine Hunde laufen lassen. Und wie ihr seht, es wird getobt, was das Zeug hält. Immer hin und her zwischen Steffi und mir. Wir üben natürlich auch so ein bisschen auf Zupfiff. Das klappt gut. Da kommt man nochmal zu mir. Auf geht's. Nach diesem ersten Strandabenteuer gönnen wir uns eine kleine Auszeit bei uns im Garten von unserem Feriendomizil. Ihr seht, wir haben besseres Wetter, die Sonne scheint. Steffi und Philly sitzen in der Sonne im Garten.
Philly inspiziert erstmal alles. Neugierig, wie sie ist, jede Ecke. Und findet natürlich immer etwas zum Kauen. Aber wir wollen hier ja was erleben. Defi, wollen wir los? Unbedingt. Unbedingt? Wo wollen wir denn jetzt hin? Hafen. Zum Hafen? Nach oben, das Schild. Und dann an Leuchtturm. Pili, wir fahren jetzt los, ne? Ja, jetzt wollen wir ein bisschen spazieren gehen. Kommst du mit, Pili? Kommst du mit? Ja? Na klar, kommt Philly mit. Philly kommt auch immer mit, wenn es etwas zu entdecken gibt. Aber sie kommt auch mit, wenn es nichts zu entdecken gibt. Da sind wir in Oldeschild. Das ist auf der Ostseite. Das ist der Hafen. Hier gibt es also keinen Strand. Von hier legen die Krabbenkutter ab. Von hier legen die Fischkutter ab. Hier kann man auch ganz lecker Fisch essen. Ein kleines malerisches Örtchen auf der Ostseite von Texel. Wir haben uns das überlegt. Wir fahren heute nicht mehr zum Leuchtturm, sondern wir fahren zu unserem Lieblingspal, zum Pal 21. Direkt am Strand, wieder auf der Westseite. Pal 21 ist in de Cook. Auch hier geht es zu Fuß durch malerische Dünenlandschaften. Da ist ein Campingplatz mitten in den Dünen. Da stehen sehr viele Wohnwagen oder größere Zelte. Und da sind wir am Strand. Schon das zweite Mal heute. Wer hätte es gedacht? Und ihr merkt, es ist wieder mal windig. Und Philly nutzt die Gelegenheit und tobt und tobt und tobt und tobt. Und ab zu mir. So, der Tag war lang, der Tag war anstrengend. Für heute ist Feierabend. Und ihr seht, die Philly ist ganz müde. Und wir brauchen es euch gar nicht erzählen, da sind wir am nächsten Tag am Leuchtturm angekommen. Der befindet sich an der südlichsten Spitze von Texel. Und hier befindet sich auch der größte zugängliche Strand. Sand, soweit man gucken kann. Strand, soweit man schauen kann. Ich glaube, die tiefste Stelle, nur Sand, sind fast 500 Meter von hier bis zum Wasser. Und es ist doch einigermaßen windstill heute. Das ist mal ganz schön, denn dann ist es auch etwas wärmer. Schaut euch mal diesen riesengroßen Strand an. Ist das nicht einfach klasse? Und auch die Philly, die Sandnase, die findet das richtig gut. Die findet das wirklich richtig gut. Bergauflaufen ist noch ganz schön schwierig, kennst du gar nicht. Und beide genießen ein Sonnenbad. Und dann neigt sich dieser Tag langsam dem Ende zu. Es war ein schöner, warmer Tag. Ja, leider war es auch der letzte Tag, denn am nächsten Morgen geht es ab auf die Heimreise und guckt mal, wer da liegt und sagt, ich bin abfahrbereit. Ja, und da sind wir schon wieder auf der Fähre, auf der Rückfahrt. Da könnt ihr Dexel nochmal von weitem sehen. Schnell noch einmal kurz die Füße vertreten. Schon ist das Festland wieder in Sicht, da ist Denhelder. Und hier sind wir schon auf der Heimreise, auf dem berühmten Abschlussdeich, künstlich geschaffen, 35 Kilometer lang, 90 Meter breit, trennt das Eiselmeer von der Nordsee. Und da sind wir zu Hause. 4 Stunden hat die Fahrt gebraucht. Philly ist völlig erledigt. Das darf sie auch sein. Und schaut mal, ob sich da wohl jemand gefreut hat. Nun ist das Prewelsche Pudelrudel endlich wieder komplett. Ja, das war eine kleine Reise mit unserer Fili nach Texel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Ciao, ciao.